Leute, habt ihr das schon mal gesehen? Zieht's euch noch mal ganz genau rein. Heute habe ich für euch einen kleinen Schmackofatz vorbereitet, den wir einmal gemeinsam analysieren werden. Viel Spaß beim Angucken. Und zwar geht es heute um ein Motogymkhana-Video, das wir gemeinsam einmal ganz genau angucken werden. Mein Ziel ist es dabei, euch zu zeigen, warum Motogymkhana wirklich ein richtig, richtig technischer Sport ist. Ganz kurz zu dem Video. Ich möchte mich einmal bei dem Kollegen ganz, ganz recht herzlich bedanken, der mir das Video einmal freigegeben hat und einmal zugeschickt hat, weil ich es wirklich richtig, richtig interessant fand. Natürlich für euch, ich schicke den Link wieder in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das Video auch gerne nochmal selber angucken. Schauen wir uns mal das Video ganz von vorne an, weil ich persönlich finde es eigentlich richtig, richtig geil. Was wir hier jetzt gleich am Anfang sehen, ist, dass der Kollege hier auf einer Supermoto unterwegs ist, die natürlich sehr, sehr schnell und wendig sein kann. Man sieht es wunderbar, wie er das Ding wirklich um die Ecken drückt. Man sieht auch sehr, sehr schön, in welcher hohen Schräglage er vor allem fährt. Und achtet mal auf die Dämpfer, wie die richtig nachgeben. Im Motogymkhana geht es natürlich sehr, sehr viel um Technik, natürlich auch beim Motorradfahren selbst, aber vor allem bei diesem Motorradsport wird die Technik nochmal ganz, ganz deutlich. Achtet mal auf seine Kopfbewegung. Man sieht auch hier wieder richtig schön, wie der einmal auf das Hütchen guckt, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber auch wieder den Kopf richtig schön dreht. Also im Motorradsport Motogymkhana ist es natürlich dann auch sinnvoll und wichtig, dass man entsprechend die Blicktechnik richtig beherrscht. Hier sieht man sehr, sehr gut in der Regel, dass der Kopf sehr, sehr schnell gedreht wird, sehr abrupt, weil man um enge Rotationen fährt. Wenn man das Ganze nochmal in der Slow-Motion-Aufnahme anguckt, ihr seht es richtig schön, wie der einmal auf das Hütchen geguckt hat und den Kopf richtig dreht. Zack, und Kopf gedreht. Und was auch noch sehr auffällig ist, wenn ihr mal darauf achtet, wo der eigentlich hinguckt, der guckt richtig zum Boden, auf das Hütchen und guckt wieder in die Ferne. Das ist natürlich auch eine Technik, wo man sagen kann, man guckt einmal ordentlich richtig schön auf den Cone, um den Abstand entsprechend hinzubekommen. Aber auch, dass man den Horizont einfach mal kurz weglässt, um wirklich in die Kurve reinzufallen. Wenn ihr euch das mal anguckt, wie der jetzt den Blick setzt. Und zwar, der guckt weg, zack, und jetzt guckt in die Kurve rein. Das ist auch so eine Technik, die man im Motogymkhana verwendet. Also einmal die schnelle Kopfbewegung. Dann kann man beispielsweise auf das Hütchen gucken oder man guckt in der Regel eine gewisse Richtung an, fährt um die Kurve drumherum und wechselt ganz schnell den Kopf. Das machen Ballerinas in der Regel auch, damit die in engen Rotationen, beziehungsweise wenn sie sich ganz schnell drehen, wenn ihr da mal drauf geachtet habt, dass denen nicht schwindelig wird. Deswegen, die gucken einen Punkt an, drehen sich, gucken den nächsten Punkt an, drehen sich, gucken den nächsten Punkt. Das heißt, der Kopf, der bleibt immer gerade, der Unterkörper dreht sich und dann ziehen die den Kopf einfach nach. Ganz einfach. Im Motogymkhana ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man entsprechend auch locker auf dem Motorrad arbeitet und sehr agil ist. Weil in der Regel ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man so schnell wie möglich fährt. Deswegen Hahnen auf, volle Kanne reinbremsen. Und das seht ihr jetzt zum Beispiel. Achtet mal bei dem Fahrer ein bisschen auf die Gashand. Der zieht richtig dran. Also da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass entsprechend man auch locker im Handgelenk ist, im Arm, im Oberkörper, um da richtig Schmackes zu geben oder natürlich auch schnell bremsen zu können. So Leute,
Jetzt kommt einer meiner Lieblingsstellen. Das ist ein super, super kleiner Moment. Deswegen müsst ihr jetzt wirklich aufpassen. Das, was der Fahrer jetzt macht, ist folgendes. Der korrigiert seine Linie durch Hanging Off. Das ist eine Zehntelsekunde, aber ich zeige es euch mal kurz. Der fährt jetzt hier in einer Rechtskurve und er muss jetzt seine Linie korrigieren. Deswegen bewegt er seinen Oberkörper in der Rechtskurve nochmal ein kleines Stück nach außen, um da einfach eine kleine Korrektur durchzuführen. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Habt ihr es gesehen? Ich glaube nicht. Deswegen werden wir es nochmal ganz kurz angucken. Da seht ihr es. Das ist nur ein ganz kleiner Moment, aber der bringt es wirklich, weil jetzt hat er einfach 30 cm mehr zum vorderen Pylonen gewonnen. Das ist ein ganz, ganz feiner Mechanismus, aber was dabei natürlich passiert ist, umso mehr Hanging-Off ihr habt, umso weniger Schräglage braucht ihr für den gleichen Radius. Das heißt, was jetzt der Fahrer gemacht hat, durch das, dass er sich weiter in den Hanging-Off reingestellt hat, der hat sein Motorrad ein bisschen weiter nach rechts gerückt, um jetzt im Nachgang noch besser um die Pylone rumzukommen, weil er jetzt natürlich sein Motorrad einmal von der kompletten rechten Seite auf die linke Seite rüberschmeißen muss. Jetzt stellt sich vielleicht der ein oder andere von euch die Frage, wie sitzt man denn eigentlich auf diesem Motorrad drauf, wenn man so schnell fährt, wenn man so viel Kräfte aushalten muss. In der Regel, so mache ich es beispielsweise, presst man seine Schenkel wirklich ziemlich an den Tank hin, weil man bei harten Bremsen dann wirklich nach vorne rutscht. Deswegen, wenn ihr da Druck auf den Schenkeln Richtung Tank habt, dann ist es wie so ein Keil, der euch einfach in der Spur hält, was das Motorrad angeht. Und natürlich habt ihr dadurch, fühlt ihr das Motorrad viel, viel mehr und könnt viel mehr mit dem Oberkörper und mit den Armen arbeiten. Was jetzt allerdings der Kollege gleich macht, das werde ich euch mal zeigen, der öffnet seine Beine, um mehr Bewegungsfreiheit unter sich zu gewinnen. Das bedeutet, der bringt jetzt das Motorrad in eine Bewegung, die nicht seiner Körperlinie entspricht. Das werden wir einmal ganz genau angucken. Habt ihr das gerade gesehen, wie das seine Schenkel geöffnet hat? Ich zeige es euch nochmal. Der fährt jetzt hier einmal um die Rechtskurve und jetzt seht ihr gleich, wie er sich spreizt. Und jetzt. Seht ihr das, wie der seine Schenkel spreizt? Das heißt, was er jetzt damit öffnet, ist einfach eine Bewegungsfreiheit unter sich, um sich jetzt über den Lenker in die linke Position ins Hanging-Off zu packen. Sein Motorrad liegt rechts neben ihm und das wirft er anschließend mit in die Kurve. Guckt mal, wie der sich über den Lenker drüber drückt. Zack. Also der ist wirklich mit dem Oberkörper ein bisschen über der Linie vom Motorrad und das schafft er nur, indem der seine Beine spreizt. Und jetzt kommt das Highlight von dem Ganzen. Ihr müsst euch das jetzt mal wirklich genüsslich reinziehen. Wie schnell der eigentlich das Motorrad von der rechten maximalen Schräglage in dem Moment in die komplett linke wirft. Ich zeige es euch mal in einfacher Geschwindigkeit. Rechtskurve. Und zack, komplett rübergeworfen. Wenn ihr das im öffentlichen Straßenverkehr macht, gerade die Frauen unter uns, die haben in der Regel nicht so viel Kraft, die fahren teilweise sehr, sehr schwere Motorräder. Oder viele Männer fahren auch BMW GS. Versucht es mal mit einer BMW GS, dass ihr innerhalb unter einer Sekunde die von links nach rechts werfen könnt. Das ist in dem Fall natürlich klar, der fährt eine Supermoto, die ist super leicht. Im Gymkhana benutzt man in der Regel sehr viel das Counter-Steering, sprich man drückt sehr gegen den Lenker, um da natürlich Impulse ans Motorrad weiterzugeben. Und in der Regel, umso breiter der Lenker natürlich ist, umso einfacher ist es zu fahren. Aber lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, wie der Fahrer das Motorrad wirklich innerhalb unter einer Sekunde von der rechten Seite komplett in die linke Seite wirft.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde das schon beeindruckend, wie der Fahrer das in dieser kurzen Zeit schafft. Wie ihr jetzt gesehen habt, während so einem Video oder während so einer Fahrt spielen sich sehr, sehr viele Techniken ab, die natürlich im Einklang mit dem Motorrad, mit dem Körper sein müssen und so einen richtig geilen Fluss ergeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist aber die Frage, warum ich euch das eigentlich zeigen möchte. Ich weiß nicht, ob das euch schon aufgefallen ist, dass Motogymkhana eine super technische Sportart ist. Deswegen liebe ich es so sehr, weil es gibt super viele Kleinigkeiten, die man so eigentlich gar nicht sieht, die aber in dem Ablauf drin sind. Wenn man da mal genau hinguckt, dann kann man sich wirklich vorstellen, was der Sport einfach mit sich bringt. Zum einen sehr, sehr hohe Schräglagen. Anbremsen in die Kurve rein, rausbeschleunigen aus der Kurve, die Verwendung von der Vorderradbremse in der Kurve, von der Hinterradbremse in der Kurve, die Körperhaltung, die Blicktechnik, schnelle Bewegungen oder statische Bewegungen, indem man sich dreht und dann wieder nachguckt, die Lockerheit auf Motorrad mit den Armen und mit den Händen, die Agilität, die man dabei hat mit dem Motorrad selber. Und natürlich auch das Material teilweise, das man dafür verwenden kann, um Motogymkhana durchzuführen. All das soll euch Gründe aufzeigen, warum dieser Motorradsport zum einen mega, mega geil ist, euch super weiterhilft, wenn ihr Probleme beispielsweise beim Fahren habt und auch einen Grund liefern sollte, warum ihr unbedingt mit diesem Motorradsport anfangen solltet. Weil mit Motogymkhana habt ihr nicht nur Spaß beim Trainieren und beim Üben. Ihr habt auch eine geile Community dahinter. Ihr habt super Ansprechpartner. Und das Allerwichtigste ist einfach, dass ihr sicher auf der Straße unterwegs seid. Wenn ihr beispielsweise Probleme habt, wie Serpentinen fahren, gerade enge Kurven in langsamen Geschwindigkeiten oder die Verwendung der Bremse in harten Situationen oder ähnlichem, dann hilft euch das Motogymkhana wirklich, wirklich weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich sehen diese Videos teilweise wirklich super abrupt aus. Das sind wirklich Könner dahinter, gar kein Thema. Aber es kann wirklich jeder anfangen. Ihr braucht nur 2 Flaschen, stellt den auf den Platz, fahrt eine 8 und damit fangt ihr den Motorradsport schon an. Das Wichtigste, meiner Meinung nach, ist einfach nur, dass ihr trainiert und übt. Und das regelmäßig. Dann werdet ihr schon sehen, dass es deutlich besser wird. Wenn ich euch jetzt mit dem Sport Motogymkhana etwas angefixt habe und ihr euch mehr darüber informieren möchtet, schreibt mich gerne an oder guckt einfach gerne auf unsere Webseite vorbei unter motogymkhana.de. Schaut auch gerne mal auf unseren Instagram-Account vorbei oder in unsere Facebook-Gruppe. Da könnt ihr Fragen reinstellen, die wir euch gerne beantworten. Die Community, die ist da auch gerne offen, um immer Tipps und Tricks zu geben. Was ist das perfekte Bike? Welche Kleidung? Was sollte man einkaufen? Und. Da könnt ihr euch wirklich mit den Fragen auslassen und die Community wird sie euch sehr, sehr gerne beantworten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einmal fette Daumen nach oben, abonniert einmal unten, schreibt gerne auch mal eure Kommentare rein, was ihr beobachtet habt, wie ihr das Ganze findet. Ob ich euch sogar ein bisschen angefixt habe, würde mich sehr interessieren und wie euch das Ganze gefallen hat. Ich würde mich sehr darüber freuen, ein paar Rückmeldungen von euch zu erhalten und in diesem Sinn wünsche ich euch einen richtig geilen Saisonstart. Bis zum nächsten Mal, bis deine Antenne.